Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine, I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey! I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Mr. Sands, wie schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Swansons Assistentin. Wenn Mr. Swanson eine Party gibt, hätte das jedoch warten können. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, dann kriege ich vom Karneval hoffentlich noch was mit. Vielleicht ein Glas Champagner? Das wäre wirklich sehr nett. Darf ich Sie davon befreien? Aber gerne doch, natürlich. So, hier. Das muss wirklich gefeiert werden. Frick, Champagner für die gute Arbeit. Vielen Dank, Mr. Sands. Nicht zu danken. Auf festliche Tage in Rio. Darauf trinke ich gern. Was ist das? Ausgezeichnet. Wie schön, wenn man sich das Beste leisten kann. Sie müssen nicht gleich unhöflich werden. Wo ist es? Wissen Sie, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Geld sehe. Also, ich hab's nicht gezählt. Aber dem Gewicht nach sind's wohl ein paar Millionen. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Wo ist das Geld? Warum haben Sie es so eilig? Ich will erst mit Mr. Swanson meine neue Partnerschaft besprechen. Sie sind ein armer Trottel. Es existiert kein Mr. Swanson. Ihr Boss hat Sie als ahnungsloses Opfer benutzt, damit Sie das Geld hierher schaffen, das er bei Mecklow Industries unterschlagen hat. Sie haben noch 20 Sekunden zu leben. Ich geb's zurück. Aber helfen Sie mir! Mr. Frick, mir scheint, wir haben einen taktischen Fehler gemacht. Suchen Sie sofort das Geld. Irgendwo muss er es ja versteckt haben. So schwierig kann das nicht sein.
Alles okay, Colt? Was ist schon eine Fensterscheibe unter Freunden? So, dann holt mir die Hauptdarsteller. Na, kommt. Colt, Terry will dich sprechen. Hast du ihr nicht gesagt, dass ich noch 3 Tage zu drehen habe? Doch, aber du kennst ja Terry. Vernünftige Einwände werden gnadenlos abgeschossen. Hey, hey, Colt. Sag ihr, ich rede gleich mit ihr. Okay. Ich habe die Uhr jetzt fertig. Hey, neues Spielzeug, hä? Ja, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Verdammt schlau, die kleine Maus. Damit kriegst du das Ding in Gang. Ohne solche Spielsachen können wir keine Agentenfilme drehen. Und du musst wissen, wie man damit umgeht. Du meinst, wenn mich jemand nach der Zeit fragt, soll ich lieber nicht antworten? Nein, nein. Und sei ja vorsichtig mit dem Feuerzeug. Es ist der reinste Flammenwerfer. Niedlich. Call Terry sagt, du sollst dich beeilen. 1 Minute kostet $4. Alles klar. Danke, Al. Okay. Danke, Jody. Hey, ich weiß, ich fehl dir, aber eine Postkarte wäre billiger gewesen. Hallo, Colt, wie geht's dir? Na, dafür, dass ich gerade durch ein Fenster geflogen bin, gestern einen Unfall hatte, 2 Prügeleien, 3 Schießereien. Ich liebe deine Tagesberichte, aber... Okay, wen hast du diesmal verloren, hm? Du weißt, dass ich es furchtbar finde, dich bei der Arbeit zu stören, aber da, wo ihr seid, will sie jetzt gerade hin. Wer ist sie? Oh, eine ganz Süße, die mit ihrem Boss und 5 Millionen gen Süden gezogen ist. 5 Millionen? Sie ist hier in Rio? Anfangs war nur der Boss da, jetzt ist sie ihm nachgeflogen. Sein Name ist Sands, James Sands. Findest du ihn, findest du sie? Brasilien hält nichts von Auslieferungen. Lässt du was springen für einen Privattransport? Ach, ich häng mit 50.000 da drin. Die Investition ist es wohl wert. Dann versuche ich unter 50 zu bleiben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir haben noch 3 Drehtage. Dann ist der Film hier fertig. Danach kommen mir ein paar extra Dollar wie gerufen. Das heißt also, ich schlage ein. Wie heißt denn die Puppe? Ah, ihr Name ist Marnie Greer. Sie ist 28, blond, attraktiv. Du magst sie garantiert. Ja, das habe ich schon oft gehört. Was ist mit diesem Sands? Der ist nicht mein Problem. Für das Mädchen habe ich die Kaution bezahlt. Versuch es im Hotel Esplanade. Da wohnt er oder da hat er gewohnt. Gut, soll ich dir irgendwas mitbringen aus Rio? Ich meine, abgesehen von Miss Greer. Na, wenn du einen gut aussehenden Gaucho findest, nimm ihn mit in den Flieger. Meiner wird alt. Vielleicht ernährst du ihn falsch. Können Sie doch nicht in Handschellen legen und dann die ganze Zeit hinter uns herschleifen. Ich will nur wissen, wo ich Sie finde, wenn wir hier fertig sind. Nein. Hallo, Ladies. Oh, hi. Entschuldigen Sie bitte. Sí, señores, was kann ich für Sie tun? Hat eine Marnie Greer bei Ihnen eingecheckt? Ja, allerdings. Zufällig auch ein James Sands? Sands. Ah ja, Señor Sands hat schon ausgecheckt. Sie waren nicht zusammen hier? Ja, Sie müssen bitte entschuldigen, Señores, aber natürlich steht es mir nicht zu, darüber zu reden. Oh, aber natürlich. Vielleicht steht Ihnen jetzt was zu. Die beiden waren nicht zusammen. Hatten Sie den Kontakt? Ich meine, hatten Sie... Ich hatte das Gefühl, Señorita Greer war sehr darauf aus, auf, wie Sie es nennen, Kontakt. Wie war nochmal die Zimmernummer? Hast du noch solche Cruzeros? Entschuldigen Sie mich bitte 1 Minute, Señores. Ist das alles? Hallo, hier ist der Empfang. 2 Herren fragen nach Sands und der Señorita. Amerikaner. Nein, nein, Sie kennen sie nicht. Sie verstehen. Die Zimmernummer. Hm. 820. Sie waren spitze. Obrigado. Obri, sonst was. Viel Vergnügen. Ja, mein Kleiner, lass mich das doch allein erledigen. Wir wollen die Lady nicht überrennen. Nur kennenlernen, verstehst du? Okay, naja, vielleicht lerne ich ja auch jemanden kennen am Pool. Verzeihung, die Damen. Marnie Greer? Ja. Ich bin ein Freund von Jim Sands. Nein, wirklich? Kommen Sie doch rein, Mr. Sievers, Colt Sievers. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Ich muss mich für meine Aufmachung entschuldigen, aber ich war gerade noch in der Badewanne. Aber das ist okay. Das ist okay. James hat es ja nie erwähnt. Ja, sehen Sie, ich bin Pilot, Privatpilot.
Sie sind doch eine ziemliche Überraschung für mich. Eine angenehme oder unangenehme? So habe ich das nicht gemeint. Es ist nur so, James sagte, Sie wären blond und da guckt doch was Brünettes unter dem Handtuch hervor. Also, wo Sie überall hingucken. Ja, das ist so. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Es war eine angenehme Überraschung. Ich bin ehrlich gesagt etwas mehr Enthusiasmus gewöhnt. Ich bin eher der Spätzünder. Dafür lodert das Feuer sicher umso heißer. Ich denke, ich sollte mich jetzt endlich umziehen. Meinetwegen ist das aber nicht nötig. Ihr dreht einen Agentenfilm, wirklich? Mein Partner hat die letzten 5 gedreht. Ich verstehe, Sie sind 008. Ach, ehrlich gesagt, sind wir bloß Stuntmänner. Wirklich? Colt? Ach. Wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten? Doktor. Naja, im Grunde wollte ich nur mal kurz Hallo sagen, weil ich gerade in der Nähe war. Colt, bitte. Ach, da habe ich doch meine Taschenlampe in dem anderen Anzug. Sind Sie da? Hey Lady, sind Sie noch da? Ah, da sind Sie. Mögen Sie mich denn nicht mehr? Sie sind ein toter Mann. Ach. Hab mich wohl in der Zimmertür geirrt. Der Kerl steckt einen Haken weg wie nichts. Ein Sturz oder ein Tritt. Ihr würdet glatt denken, er wäre tot. Und andauernd versucht er, sein Können zu verbessern. Heute früh erst. Da ist er doch geradewegs durch eine Fensterscheibe geflogen. Das schafft man natürlich nur mit jeder Menge Übung. Colt, alles in Ordnung? Was machst du denn nur? Du hättest tot sein können. Ich wollte mich ja umbringen, hab das volle Becken erwischt. Also wenn es nicht Marnie Greer war, wer war es dann? Weiß ich nicht, aber sie hatte auf alles eine Antwort. Kleiner, pass bloß auf. Nicht, dass der weiße Riese dir an die Wäsche geht. Hallo, wen haben wir denn da? Bon dia, Senor. Ah, Sie sind der fliegende Holländer. Oh, das kann ich alles aufklären. Inspektor Alessandro Porto von der Polizei in Rio de Janeiro. Sie werden mich bitte begleiten. Moment mal, ich bürge für diesen Mann. Gut, dann kommen Sie auch mit. Sie sind ernsthaft in Schwierigkeiten. Ich komme für meinen Teil an dem Schaden auf, aber Godzilla hat mehr kaputt gemacht. Ich spreche von Senor Sands. Sie wissen, wo Sands ist? Hm. Er ist unten, in meinem Kühlschrank. Tot? Das hoffe ich doch. Also, das hängen Sie doch nicht mir an. Wieso nicht? Warum ist denn ein Stuntman hinter ihm her? Die Sache ist die, ich habe ein zweites Standbein. Ich bin Kopfgeldjäger. Ich weiß, Sie haben was gegen Auslieferung. Wir haben auch etwas gegen Entführung. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, in Brasilien steht auf Entführung die Todesstrafe. Die Todesstrafe? Haben Sie auf Sands Jagd gemacht? Nein, 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 ich bin hinter einem Mädchen her, Marnie Greer. Sie und Sands haben bei uns zu Hause ein kleines Ding gedreht. Aber es sollte nicht zu einer Komplikation für mein Leben werden. Meine einzige Komplikation ist der Mann in meinem Kühlschrank. Das kann man mit entsprechenden Telefonanrufen sicher aufklären. Senor, für mich gibt es nur eins, das die Sache aufklärt. Das ist ein weiterer Verdächtiger. Und bis Sie oder ich denjenigen finden, sind Sie das. Hau ihn nicht! Ich konnte ja nicht wissen, dass das ein Requisit ist. Ich weiß. Ich wollte nur höflich sein. Ich weiß. Ich will doch immer nur helfen. Ich weiß. Wir könnten hier drin krepieren und keiner erfährt es. Ich weiß. Hast du sonst nichts zu sagen? Doch, ich habe noch was zu sagen. Du willst sagen, wenn wir je hier rauskommen, dann bringst du mich um. Du sagst es.
Nun dann, meine Herren, sind Sie bereit zu kooperieren? Ja? Was sollen wir machen? Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Hoffentlich nicht den Scharfrichter. Nein, wir haben jemanden ausfindig gemacht, der wesentlich attraktiver ist. Jemanden, an dem Sie sehr interessiert sind. Wir haben Sie eben aufgegriffen, Miss Marnie Greer. Senor Sivas, Senor Manson, Senorita Greer. Dieser freundliche Herr hat mir erklärt, Sie sind ein amerikanischer Justizflüchtling. Ich habe nichts gestohlen, gar nichts. Deshalb bin ich in Rio. Mr. Sands und ich sind zweimal miteinander ausgegangen, aber das war auch alles. Wie man hört, hat Senor Sands eine ziemlich große Geldsumme zur Gräfin Witty gebracht. Eine zwielichtige Person. Sie betreibt schmutzige Geschäfte auf der ganzen Welt. Eine ihrer Spezialitäten ist, nun ja, wie nennen Sie es, Geld zu reinigen. Geldwäsche. Sie. Aber an Ihrem Geschäft mit Sands war irgendwas nicht in Ordnung. Was sagen Sie, Senor Sivas? Ich sage Ihnen die Wahrheit, das Geld interessiert mich nicht. Es ist nicht unser Problem. Ich habe es zu Ihrem Problem gemacht. Hören Sie, ich will die Kleine doch gar nicht. Ich will nur meinen Film zu Ende machen. Und dann möchte ich sagen, adios, amigos, sonst nichts. Nicht so hastig, Senor. Sie haben eine Kleinigkeit vergessen, den Mord. Sie wissen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich weiß, was ich wissen will. Ich will die Contessa. Und Sie helfen mir dabei. Ist nicht Ihr Ernst? Oh, doch. Sie können sie überzeugen, dass sie das Geld haben. Vielleicht vermitteln sie ihr den Eindruck, dass sie das sind, was man neureich nennt. Um das Geld zu kriegen, töten sie mich und sie kriegen sie. Mein Plan sieht so aus. Na schön, mein Plan aber nicht. Senor Sivas, Sie verweigern die Zusammenarbeit mit mir, der brasilianischen Polizei? Es war verabredet, dass wir 2 Monate lang nicht miteinander reden. Ganz ruhig, Gräfin, hier läuft alles bestens. Wie geht's meinem Geld? Nun ja, ich habe es nicht. Was? Was soll das denn bedeuten? Ihr Kurier hatte entschieden, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Sams? Er wusste gar nicht, was er befördert. Sie haben seine Neugier wohl leicht unterschätzt. Was hat er Ihnen erzählt? Er hatte nicht sehr viel Zeit zum Reden. Wissen Sie, dass Ihre Sekretärin hier ist? Marnie? Das kann doch nicht sein. Vielleicht wollte sie ja nicht mit der Schuld leben. Oder vielleicht hatten Sie und Sands doch irgendeine Art von Absprache. Okay, ich komme sofort zu Ihnen. Genau das werden Sie nicht tun. Solche winzigen Unannehmlichkeiten werden auf meine Art erledigt. Und nicht Sie rufen mich an, sondern ich Sie. Miss Wright? Ja, Mr. Meklow? Es geht um den Swanson-Deal. Ich werde das doch selbst erledigen. Buchen Sie mir einen Flug nach Rio. Wenn man es recht bedenkt, so übel war sein Vorschlag irgendwie doch nicht. Kleiner, die Gräfin und ihr Quasimodo sind Killer. Die haben mich aus dem 8. Stock geschmissen. Das war ein kleines Missverständnis. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir den Rest unseres Lebens hier verbringen sollen. Kein Mensch weiß, dass wir hier sind. Du willst das Risiko eingehen und so einen alten Vogel wie die Comtesse reinlegen? Wieso nicht? Sie kennt jeden einzelnen Trick in dem Buch. Hat's vermutlich geschrieben. Wir zwei sind alles nur nicht in ihrer Liga. Sie hat wahrscheinlich der Mafia beigebracht, wie man Geld wäscht. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, sie gehört zu ihrem besten Kundenstamm. Aber nun zu unserem Arrangement. Nein. Ja. Ich mach's. Ich versuche die Gräfin davon zu überzeugen, dass ich das Geld gefunden habe. Colt bleibt hier, bis ich sie Ihnen übergebe. Das willst du ganz alleine machen? Nur für mich? Du hast doch deinen Kopf schon so oft für mich hingehalten. Wird doch wohl Zeit, dass wir endlich mal echte Partner werden. Na schön, Oporto ist geritzt. Wir helfen Ihnen unter einer Bedingung. Als ob Sie es sich erlauben könnten zu feilschen. Das können wir, oh doch. Wir sollen unser Leben riskieren, damit Sie eine alte Schuld begleichen können. Sie haben vergessen, was wir suchen. Ah, die Kleine. Ganz genau. Sie übergeben und überlassen Sie uns. Wir liefern Ihnen die Comtesse und Sie lassen uns zusammen mit Marnie Greer aus Brasilien ausreisen. Das könnte man arrangieren. Inoffiziell natürlich. Dennoch schlage ich vor, dass wir sie bis dahin gut verstecken in einer unserer Gefängniszellen. Dann kommt sie ihnen nicht in die Quere. Solange bis ihr Teil der Abmachung erfüllt ist. Nicht in diesem Gefängnis, nein. Entweder die Wachen fallen über sie her oder die Weiber oder die Ratten. Ein Kopfgeldjäger als guter Samariter, hm? Na schön. Die Kleine steht also unter ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun.
Müssen Sie so schnell fahren? Ich habe morgen einen riesen Stunt auf dieser Straße. Ich will ein Gefühl dafür bekommen. Und warum muss ich dabei sein? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Ich bin unschuldig. Wieso helfen Sie mir nicht? Ich muss mir erst mal selbst helfen. Dabei fällt für Sie schon was ab. Hallo, Colt. Irgendwelche Neuigkeiten? Mord. Aber doch nicht Marnie Greer. Nein, aber du bist ganz nah dran, Terry. Wovon sprichst du denn da bitte? Ich spreche von dir. Sans ist schon tot, aber du bist die Nächste. Wieso? Was habe ich getan? Du hast mir gesagt, ich soll ein Mädchen aus einem Land holen, das nicht ausliefert. Was ist denn dabei, dass Rio nicht ausliefert? Das weiß doch nun jeder. Weiß denn auch jeder, was die Behörden hier machen, wenn man versucht, gegen dieses Gesetz zu verstoßen? Colt, jetzt weiß ich wirklich nicht, wovon du redest. Natürlich tust du das. Du wolltest für Big Jack arbeiten, um dein Jurastudium zu finanzieren. Du weißt, was sie mit einem machen, wenn man versucht, hier jemanden zu entführen. Hilf mir auf die Sprünge. Sie erschießen dich, darauf steht die Todesstrafe. Oh, Colt, aber doch nicht ohne Prozess. Das reicht. Vergiss Marnie Greer und deine $50,000. Nein, nicht, warte, nicht aufhängen, bitte. Du hast recht. Ich hätte die winzigen Unannehmlichkeiten mit der Justiz dort erwähnen sollen. Winzige Unannehmlichkeiten? So redest du von einem ermordeten Mann? Was willst du von mir? Sag es und du hast es. Terry, ich werde das durchziehen. Mir bleibt ja keine Wahl. Ich will am Leben bleiben, damit ich dich verprügeln kann. Okay, was steht als nächstes an? Tja, als nächstes wirst du mir ein bisschen Startkapital schicken. Wie viel denn bitte? Red nicht, hör nur zu. Ich muss einer falschen Gräfin vormachen, ich hätte das Geld, das Sands Maglo Industries gestohlen hat. Das heißt, du musst mir bis heute Abend $20,000 schicken. 20.000? Und zwar noch heute in mein Hotel. Oder du vergisst Marnie Greer und bangst um mein Leben. Diese Comtesse versteht keinen Spaß. Sie hat immerhin Sands getötet. Die Polizei aber auch nicht. Du hast den Inspektor doch gehört. Ja, ja. Und wenn wir ihm jetzt sagen, wir helfen ihm und machen nachts einfach die Fliege? Kleiner, kannst du mir vielleicht sagen, wie das gehen soll? Wir könnten mit dem Geld, das Terry schickt, ein Flugzeug chartern. Dann nehmen wir Geld unter falschen Voraussetzungen an. Genau. Finde ich gut. Wunderbar. Jetzt geht's mir schon viel besser. Terry hat nicht das Recht, uns einem Haufen internationaler Gangster auszusetzen. Du sagst es. Wir sagen ihr, wir konnten Miss Greer nicht außer Landes schaffen und Ende. Terry verdient es nicht anders. Ganz recht. Und bevor sie das nächste Mal versucht, uns reinzulegen, so von wegen einfacher Job, denkt sie drüber nach. Ganz recht. Kalifornien, wir kommen. Ah, Mr. Severs, ich habe Sie schon erwartet. Ich nehme an, Sie haben Vorkehrungen getroffen, um die Comtesse zu überzeugen, dass Sie beide das Geld haben. Oh ja, hab mich gleich darum gekümmert, als ich frei war. Oder, Kleine? Ja, das stimmt. Wir haben gerade telefoniert und um Startkapital gebeten. Mhm. Nur damit Sie nicht allein in Ihrem Spiel dastehen, habe ich in der Stadt verbreiten lassen, dass wir der Meinung sind, Sie hätten das Geld und habe jedem eine große Belohnung versprochen, der den Beweis erbringt oder Sie mit dem Geld ausliefert. Das ist nicht wahr. Also dann haben wir ganz Brasilien am Hals, oder? Richtig. Aber andererseits sollten Sie versuchen, jemanden um Hilfe zu bitten, um eventuell das Land zu verlassen, müssen Sie es sich zweimal überlegen, ob Sie ihm vertrauen können. Sollten wir abhauen wollen, setzt uns jemand das Messer an die Kehle wegen der Mäuse. Und sollten wir hierbleiben, setzt uns auch jemand das Messer an die Kehle wegen der Mäuse. Aber hier wäre ich immerhin in der Lage, Sie zu beschützen. Ich hätte da mal eine Frage. Wie lautet sie? Wer beschützt uns vor Ihnen? Sie haben wirklich Sinn für Humor. Viel Spaß bei der Jagd und viel Glück mit der Comtesse. Mr. Lang, kann ich Sie mal sprechen? Ich habe die Smokings präpariert für die Doppelnuller. Wollen Sie sehen, wie es geht? Ja, gute Idee, Al. Ich bin sowieso schon mit meinem Drehplan im Verzug. Ach, es ist wirklich ganz einfach. Halten Sie ihn doch mal bitte kurz so, wie er tritt. Für den Zusammenstoß mit Dr. Zero hebt er einfach den Arm und eine Pistole schießt einen tödlichen Schwall weißer Säure direkt ins Gesicht des Verbrechers. Sehen Sie? Wo ist nun das Ding? Warten Sie, hier. Gehen Sie da mal rein. So, und jetzt wollen Sie jemanden begrüßen. Aha, fantastisch. Und wo ist der Vogel, der den hochgeheimen Mikrofilm aus Dr. Zeros Schloss trägt? Holen Sie bitte mal das Taschentuch raus. Da ist was drin. Aha, ein Vogel. Allerdings. Das ist ja Freund. Toll. Gut gemacht, Herr. Ich will die Szene als erstes morgen früh drehen. Sie sorgen mir dafür, dass niemand die Requisiten anfasst. Ist doch klar. Okay. Na komm, meine Süße.
klasse. Damit sehen wir aus wie Millionäre aus Texas. Ja, toll, aber woher hast du... Robe, hab den Drehplan überprüft. Sie brauchen sie erst morgen wieder. Na, hoffentlich hast du recht. Wenn Roger die letzte Szene in der Unterhose spielt, kommt das nicht so prima rüber. Die haben wir zurückgebracht, bevor der Hahn kräht. Hier. Hast du was gesagt? Ich? Nein, nichts. Doch, du hast gesagt, hu. Hab ich nicht. Haben Sie sich über irgendwas beschwert? Oh, nein. Ich bin gerne in ein heißes Wohnmobil eingesperrt. Wie vernünftig. Im Gefängnis ist es nämlich nicht so hübsch. Hier, ziehen Sie das an. Das da? Wieso? Weil Sie mit uns ins Casino gehen. Als ob Sie mich da reinzwängen können. Klar, ich fange sofort an. Hey! Ich kann mich allein anziehen, Mister. Colt, Colt! Wo willst du mit dem Wagen hin? Der ist schon fertig für den Stunt morgen. Ist eine knifflige Strecke, Boss, und du weißt es selber. Übung macht den Meister. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Wie wäre es mit 5.000 zum Anfang? Ja, Sir. Na schön. Ich versuche mal die Farbe hier. Okay, lassen Sie es laufen. Ich will gewinnen. Rouge 20. Oh. Da kriegt man ja fast zu viel, Schätzchen. Hm? Na schön, nochmal 5.000 auf die andere Farbe. Wie ist die Parole? Her mit der Kohle. Sind Sie allein hier, Süße? Hey, was Sie da sehen, können Sie auch kriegen. Wichtiges Motto aus Compton, Kalifornien. Sie süßer kleiner Käfer. Rouge 13. Süße wollen wir verduften und die Stadt auf den Kopf stellen? Lady Delgado versteht unsere Sprache nicht, ich aber sehr wohl. Wie wär's? Wir beide stellen die Stadt auf den Kopf. Na, das ist ein Wort. Entschuldigen Sie, ich gebe... Okay, Sie, was raus? Ich bin gleich wieder da. Ich warte hier. Verspiel mein Geld. Taube gefällig. Ich bringe ihn um. Das wäre ziemlich dumm von Ihnen. Seit wann kann ein simpler Pilot in einem Casino mit $5.000 einsetzen, um sich schmeißen? Er kann das. Verstehen Sie denn nicht, was das bedeutet? Das verschwundene Geld. So ist es. Und wieso dieses auffällige Benehmen? Er weiß, wer wir sind und was wir mit Leuten machen, die wir hassen. Ja, er ist offensichtlich sehr gut informiert. Und das bedeutet, er weiß, dass wir die Einzigen sind, die sein Geld in eine Währung umtauschen können, deren Spur nicht so leicht zu verfolgen sein wird. Was mache ich also jetzt? Sie sagen, Mr. Severs, ich habe verstanden. Bringen Sie ihn zu mir. Mann, inzwischen weiß ich nicht mal mehr, was für eine Farbe schöne Lippen haben. Also dann, Severs, das reicht fürs Erste. Ich darf Ihnen den Weg zeigen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Doch, das sind Sie. Die Comtessa will Sie sehen. Unter vier Augen. Dann will ich mal lieber nicht so sein. Inspektor Alessandro Porto. Mr. Manson, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann verlassen Sie das Casino. Das kann ich nicht. Colt ist drin bei der Comtessa. Aus eben diesem Grund müssen Sie verschwinden. Die sollen denken, er ist allein und total abhängig von Ihnen. Also können Sie nur einen Deal mit ihm machen wegen des Geldes? Oder ihn umbringen. Ihn umbringen? Das wird nicht passieren. Meine Männer sind hier auf dem Gelände verteilt. Sie warten nur auf mein Kommando zum Angriff. Na schön, wir gehen jetzt raus. Aber nicht zu weit weg. Ich überlasse Colt doch nicht diesen Verbrechern. Wie Sie wünschen. Aber ich sage Ihnen eins, Ihr Freund ist so gut aufgehoben, als wäre ich bei ihm. Ich habe die ganze Sache im Griff. Ja. Kommen Sie, wir warten draußen am Wagen. Hauptsache, man sieht uns. Was genau ist Ihr Spiel, Mr. Severs? Roulette ist es jedenfalls nicht. Ich dachte, vielleicht kriege ich hier einen kleinen Kredit. Und die Sicherheiten? Ein Satznagel neuer Reifen. Wenn es um Autos geht, geben die Leute hier ein Vermögen aus. Der ziemlich großen Geldsumme nach zu urteilen, die Sie hier in meinem Casino verlieren, kann es sein, dass Sie etwas gefunden haben, das mir gehört?
Also es gibt eine Menge Leute, die so eine Forderung stellen könnten. Was fordern Sie denn? Ich bin nicht scharf aufs Geld. 20%. Ich brauche Zeit. Okay, ich will Sie nicht drängen, aber ich habe ein Auge auf einen nagelneuen Learjet geworfen, den könnte ich für meine Ausreise brauchen. Adios. Guten Flug wünsche ich. Schade, mein Tanzkärtchen ist voll. Tun Sie nichts, was mir hinterher leid tut. Ich beweise Ihnen, dass ich ein Mann mit Herz bin. Deshalb erspare ich Ihnen die Mühe, mich nochmal aus dem Fenster zu werfen. Denn diesmal mache ich es lieber selbst. Steh nicht rum wie ein Idiot hinter ihm her. Los, er hat unser Geld. Rolf! Schnell, die haben wir gleich. Qual mich mal eine. Sehr interessant, Colt. Was ist denn hier bloß los? Als Schauspieler war ich schlecht, also bin ich wieder Fahrer. Colt, das ist doch die Gegend, wo wir neulich auf Testfahrt waren. Ganz recht. Hier geht es ins Nichts. Colt, da vorne ist die Straße zu Ende. Schön festhalten, Kinder. Wäre ich doch nur auf der Uni geblieben. Nicht springen, Kleiner, sonst ist das aus. Teufel nochmal, wie haben die das gemacht? Ich bin anscheinend nicht tot. Ich habe Kopfweh, ganz scheußliches. Gleich kommen wir im Erdgeschoss an. Colt, sind wir tot? So dunkel wie es hier ist, könnte das schon sein. So, wir sehen in Sans alten Zimmer nach. Das nennt man Einbruch. Hier geht schon nichts zu Bruch. Das Zimmer ist schon durchsucht worden. Schön, aber das Wesentliche übersieht man gern. 5 Millionen übersieht man nicht. Und wenn jetzt jemand kommt? Dann sind wir das Reinigungspersonal. Also was machen Sie denn da? Ich suche kleine Häufchen. Sehen Sie mal auf dem Fenstersims nach. Ich nehme mir alle Rohre im Bad vor. Gib mir mal den Schlüssel, Liebes. Den hast du. Ehrlich gesagt, Cynthia, ein Häuschen in Brighton hätte es ebenfalls getan. Na gut, Alfred, ich lasse mir jetzt ein Bad ein. Halb so wild, nur ein kleines Leck in der Dusche. Ich hab's gestopft. Hi. Soll ich die Jacke bügeln lassen? Nein. Wie Sie wünschen. Na klar, Schiff gemacht, Greer. Ja, ich denke, Kleiderbügel gibt es hier reichlich. Na gut, falls Sie doch was brauchen, klingeln Sie einfach durch. Fröhlichen Karneval. Die Zeitung bringen wir morgens, okay? Gute Nacht. Das ist ja... Endlich normale Klamotten. Ich kam mir vor wie ein Oberkellner. Ich war in der Rezeption, habe mich um die Rechnung von Sans gekümmert. Das war aber sehr anständig von dir, Kleiner. Ich habe nicht bezahlt, habe eine Kopie machen lassen, dachte, das bringt was. Es bringt, dass wir jetzt wissen, dass er auf großem Fuß gelebt hat. Eine Flasche von dem teuren Champagner, Dom. Sowieso? Ortsgespräche? Fernseher? Kostet extra. Es war kein Fernseher in seinem Zimmer. Er hat nicht bezahlt. Vielleicht haben Sie ihn wieder abgeholt. Vielleicht kann uns jemand sagen, wo Sie die Dinger aufbewahren. Kommt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich brauche ein Bad. Ich kenne meine Rechte. Ich will mich endlich umziehen. Na gut, Kleiner, du bleibst bei ihr, aber trau ihr nicht. Moment mal, Colt. Ich war am Filmset und habe neue Geschütze mitgebracht. Nein, von den Requisiten habe ich die Nase voll. Drück mir die Daumen, dass ich mit frischem Taschengeld wiederkomme. Die Mietfernsehgeräte gehen in die verschiedenen Zimmer. Dorthin, wo sie von unseren Gästen gewünscht werden. So wie es in dieser Liste verzeichnet ist, steht der Apparat in Zimmer 731. Mhm. Vielen Dank. Howie, tun Sie mir einen Gefallen?
Rücken einseifen und so? Können Sie mir mein rosa Kleid aus dem Schrank holen? Na klar. Was Rosanes sehe ich hier nicht. Es hängt ganz links. Mami? Mami! Was machen Sie? Mami! Warten Sie, bis ich Sie zu fassen kriege. Los, machen Sie auf! Hallo? Fernsehreparatur. Ah, Fernseher, okay. Kein Problem. Tut mir leid, ich muss trotzdem nachsehen. Reine Routine. Gucken Sie sich das Bild an. Furchtbar. Nicht geschaltet ein. Nicht geschaltet ein. Das stimmt. Ah, nani sono. Ich nicht verstehen. Oh, Kanega! Das repariere ich sofort. Ach, übrigens, dafür berechne ich natürlich nichts. Obligato. Schön voll machen. Auf den Boden. Ah. Wieso gucke ich Dummkopf auch nicht über die Schulter? Das war schon ganz richtig so, Amigo. Und nun machen Sie schön weiter. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Ihr steckt alle unter einer Decke. Keine Bewegung oder ich schieße. Nicht näher kommen. Gehen Sie schön zurück zu Ihrer Gräfin. Sagen Sie ihr, ich bin noch interessiert an dem Deal, aber jetzt will ich 40%. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Ich gehe schon. Colt. Sie haben mir das Leben gerettet. Naja, jeder macht mal einen Fehler. Jetzt habe ich mich wieder verzählt. Oh, olé, olé. Danke, ich olehe dich auch. Hier sind eure Kostüme. Kostüme? Wofür? Wir wollen den Film heute abdrehen, falls euch das nicht ungelegen kommt. Nein, mehr Spaß als heute halte ich sowieso nicht aus. Hör mal, ich nehme dir gern was ab von deinem Spaß. Hallo? Manny, Charles Macklow. Mr. Macklow, wo sind Sie? In meinem Büro. Oh, Sie klingen so nah. Manny, die Polizei hat mir mitgeteilt, Sie hätten das Land verlassen. Mr. Sands könnte das für mich aufklären. Aber den werden Sie nicht finden, nachdem er so viel Geld gestohlen hat. Oh, aber ich habe ihn gefunden. Er ist tot. Oh, das tut mir leid. Aber ein Bekannter von mir hat ihr Geld gefunden. Das ist eine schöne Nachricht. Ja, aber er muss so tun, als würde er es der Gräfin geben, damit die Polizei sie schnappen kann. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich ihr Geld. Das fände ich höchst begrüßenswert. Auf Wiederhören. Gräfin, wir sind im Geschäft. Ich schlage vor, Sie machen den Deal mit diesem Sievers. Sie warten hier auf uns, Fahrer. Okay, Colt. Psst. Oh, si, Senor. Mr. Sievers, wie schön, Sie wiederzusehen. Ihre Freude kann ich gut verstehen, Gräfin. Das ist Miss Greer. Ich glaube, Sie hatten auch die Freude, Ihr Zimmer zu verwüsten. Ich grüße Sie. Hi. Miss Greer ist die Partnerin von Mr. Sands. Ich glaube ganz sicher, die Verwirrung hätte sich auflösen lassen, wenn Mr. Sands nicht so früh von uns gegangen wäre. Bringen Sie jeden um, mit dem Sie Geschäfte machen? Nur die, die entbehrlich sind. Lassen Sie uns doch nun das Geschäft zu Ende bringen. Ich vermute, das ist das Geld? Ja. Drei Millionen. Ich habe meinen Anteil schon. Ich wollte Ihnen die Mühe des Zählens ersparen. Mhm. Wie aufmerksam von Ihnen. Thank you.
Haben Sie noch eine Verabredung? Ein Freund von mir kommt vorbei. Ich will ihn nicht verpassen. Falls er von der Polizei ist, fürchte ich, steht Ihnen eine Enttäuschung bevor. Wenn das so ist, dann gehen wir lieber. Da, ich wusste doch, mit ihm hat man nie Spaß. Wieso haben Sie gedacht, Sie können sich 2 Millionen unter den Nagel reißen? Genau das habe ich meinem Partner auch gefragt. Und da haben wir vorgesorgt mit einem kleinen Brief an die Polizei. Sollten diese Verhandlungen scheitern. Diese uralte Taktik ist Ihrer doch nicht würdig. Aber sie ist sehr effektiv. Ich meine, Sie kennen doch Inspektor Oporto. Er ist schon lange Zeit hinter Ihnen her. Apropos Zeit, wenn unser anderer Partner uns in 10 Minuten nicht wieder sieht, wirft er den Brief in den guten alten Briefkasten. Der Mann, der Sie hierher gefahren hat? Der ist im Moment leider sehr beschäftigt. Er ist spät dran, hm? Oh! Zeit ist Geld, sagt man doch, oder? Wo ist dieser Oporto? Und Howie! Da ist ein Taxi. Jetzt aber schnell. Ich fahre. Zum Teufel, wo ist Sievers? Er hätte um 7 hier sein müssen. Keine Sorge, den finden wir. Immerhin sind alle auf der Suche nach ihm. Sie haben mich überzeugt. Endlich bin ich froh, dass Sie fahren wie ein Wahnsinniger. Sind die noch hinter uns? Oh! Ich zahle einen Bonus, wenn Sie sie abhängen. Mr. Mecklow, was machen Sie denn hier? Meine Investitionen absichern. Ich vermute, das hier gehört mir. Ach, ich hab Sie schon erwartet. Das war's. Er ist erledigt. Für immer. Den beschäftige ich nie wieder. Okay, wo fahren wir hin? Zu einem Privatflugplatz, etwa 16 Kilometer stadtauswärts. Aber vor uns ist eine Parade. Ich kenne Abkürzungen. Festhalten! Lass die Suche ab. Ich denke, wir haben ihn gefunden. Schöne Abkürzung. Oh nein, da kommt der schreckliche Schneemensch. Ah! Nein! Steht irgendwas davon im Skript? Oh nein. Das sieht aber ziemlich gut aus. Das drehen wir, Kamera ab. Kamera ab. Halt! Der Klo will abhauen! Halten Sie ihn fest, bin gleich da! Runter damit, macht schon, runter! Übernimm mal kurz, Kleiner. Geht leider nicht, er übernimmt mich, Colt! Colt hat's nicht so mit der Kletterei. Es funktioniert! Großer Gott, wer sind Sie? Na, sagen wir vielleicht Superman 3. Vielen Dank für das Geständnis, Contessa. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Seit Waterloo. Oh Gott! Sie waren
machen wundervoll. Ach, ich hätte es ihm sagen sollen. Traveler's Checks sind irgendwie sicherer. Thank you.